Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr zu Hause keine Geräte habt und einfach mal mit dem Training anfangen wollt. Deswegen habe ich für euch ein Training entwickelt, was man überall machen kann und auf welches Level geeignet ist. Außerdem muss ich dazu sagen, ich habe verschiedene Übungen auch vorbereitet, wo ihr euch von nach und nach Level aufsteigen könnt. Aber zuerst erkläre ich meine Spielregeln. Für euch habe ich heute ein Rundensystem. Das heißt, ihr habt drei Übungen und macht die erste Übung, 30 Sekunden Pause, die zweite Übung, 30 Sekunden Pause, die dritte Übung, 90 Sekunden Pause und fängst wieder oben an. Das Ganze fünfmal runter und pro Übung macht ihr ungefähr 6 bis 10 Wiederholungen und das Ganze 3 bis 4 Mal die Woche mit mindestens einem Rest-Day dazwischen. Die erste Übung, Bandliegestütze. Ihr geht hin, habt einen festen Griff, geht einmal runter und wieder hoch, runter und wieder hoch. Und umso mehr ihr runter geht, umso schwieriger wird er. Und ganz klassisch gibt es natürlich auch noch die Knie-Push-Ups. Da geht ihr hin, fallt ein bisschen vor und geht immer runter und wieder hoch. Geht in die richtigen Liegestütz. Und wieder. Und jetzt die, für die Besonderen von euch, die es aushalten, das Ganze auszuführen, gibt es nur die kleinen Push-Ups. Einfach nur dasselbe, nur mit erhöhter Form. Habt einfach mehr Gewicht auf die Hände. Und jetzt, nachdem ihr eine Variante von Liegestützen gemacht habt, kommen wir jetzt an die Australian Pull-Ups. Der Übung, aber ziemlich einfach, sollte jeder hinbekommen. Greift ihr wieder, lehnt euch entgegen und zieht euch zur Stange hin. Die Übung scheint sehr einfach zu sein, aber jetzt einfach die Anfänge, dass man ein Gefühl fürs Ziehen bekommt. Und hier ist es auch wieder. Umso tiefer man geht, umso schwieriger wird es. Und glaubt mir, es wird sehr schwierig. Und die Profis unter euch könnt ihr wieder eine Erhöhung suchen und dann die Pull-Ups so machen. Nachdem ihr das dann erfolgreich geschafft habt, kommen wir zu den Pull-Ups. Also braucht ihr eine Stange, ihr geht auf den Boden, geht auch einen Dip an in einem Fitnessstudio oder so, geht dann hin, Beine ausstrecken und von der Position, wie beim Pull-Up, nach oben ziehen. Immer versuchen, die Arme ganz durchgestreckt zu lassen und komplett nach oben. Jetzt habt ihr bitte 30 Sekunden Pause und dann kommen wir zu den Squats. Dann haben wir die großen Muskelgruppen, Brust, Rücken und Beine hinter uns. Hier ganz einfach, stellt euch hin, geht langsam nach unten und haltet dann unten. Das Ganze macht ihr 6 bis 10 Mal und wenn ihr euch gut fühlt, geht zu der nächsten Variante. Geht dann nach unten, setzt euch hin und drückt wieder hoch. Runter und wieder hoch. Dann kommen wir zu den ganz klassischen Squats. Stellt euch hin, geht nach unten und wieder nach oben. Und wenn das gar nicht so einfach ist, sucht ihr euch einfach irgendein Gewicht, nehmt es einfach zur Brust und damit geht es dann wieder runter und hoch. Für die Leute, die sagen, ey, das ist nicht so einfach, probier mal ein Pistol Squat. Also es gibt schon Übungen, wo man das Beintraining und Calisthenics erschweren kann. Und wenn ihr von dem Ganzen jetzt 4 bis 5 Runden gemacht habt, komplett fertig seid, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr denkt, ey, ich bin fertig, ich muss nichts mehr machen. Nee, falsch gedacht. Wir machen jetzt nur eine Bauchroutine, die sich gerade mit euch durchzieht. Einmal wird gestartet. Und los geht's. Erste Übung, Leg Lift. Ihr versucht, eure Beine herumzuziehen. Wenn es euch zu schwer ist, macht es einen Takt. Oder eure Arme unterm Arsch. Das hilft euch einfach, nach unten zu kommen. Also die, wo es nicht brauchen, lasst es weg. Und geht einfach die Füße runter und hoch. Das Ganze machen wir für 30 Sekunden. Danach kommen wir zu den Sit-Ups. Das solltet ihr jede kennen. Arme zum Kopf. Und dann nach oben. Für die Leute, wenn es zu einfach ist, dann
versuchen, einmal komplett nach oben zu gehen. Und immer dabei die Rundung einhalten. Und das sieht man dann auch, damit seine Zeit einfach schwierig wird. Dann wechseln wir zu der Plank. Ganz klassisch, weil es schwer ist, noch einen Takt machen, dann müssen dranhalten und dann ganz normal Beine ausstrecken und am Eirund den Plank halten. Letzte Übung, 30 Sekunden, Abmarsch. Sekunden. 10 Sekunden jetzt noch. Jetzt hältst du durch. Nach dem Schwitting im Dreh. 3, 2, 1. So. Saß im Training. Ja, du bist jetzt gut ausgeschöpft. Jetzt hören wir uns in 2 Tagen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Erholung. Ciao.